Pheno Wissenschaftstheater, aber auch zu Hause im Livestream. Mein Name ist Nils Otto und ich freue mich sehr, dass ich heute zum dritten Science Talk des Jahres 2024 begrüßen darf. Möglich gemacht wird das Ganze durch eine Kooperation der Volkswagen Group und dem Pheno, denn dadurch wird hier ein Volkswagen Group Fellow eingesetzt. Diese Fellow ist mit der Organisation und Durchführung zweier wissenschaftskommunikativer Formate betraut. Das heißt, wir haben einmal das Format Meet the Scientist, bei dem wir Nachwuchswissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus Niedersachsen mit ihren Projekten zu uns ins Pheno holen und sagen, hier habt ihr einen Stand an einem Tag in der Woche und ihr könnt gelebte Wissenschaftskommunikation erleben mit unseren kleinen wie großen Gästen, mit Experten, mit Laien. Das heißt aber auch, sie müssen ihre wissenschaftliche Expertise ganz genau auf die Zielgruppe zuschreiben, was ein Skill ist, eine Fähigkeit ist, die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen heute dringender denn je brauchen. Das zweite Format, der Science Talk, den erleben Sie heute hier live mit, da sind Sie Bestandteil. Der findet an einem Donnerstag im Monat hier bei uns im Pheno Wissenschaftstheater statt. Zudem laden wir Experten und Expertinnen aus Niedersachsen ein, die zu einem wissenschaftlich wie gesellschaftlich relevanten Thema sprechen und mit Ihnen diskutieren werden. Wissenschaftlich und gesellschaftlich relevant ist auch das heutige Thema, wenn wir darüber sprechen, wie der Kampf gegen multiresistente Keime aussieht. Das heißt, wir werden viel darüber erfahren, was sind eigentlich multiresistente Keime, was ist eigentlich das Schlechte an multiresistenten Keimen, so banal das jetzt klingen mag. Aber auch, was sind Bakteriophagen, sogenannte Bakterienfresser, wie könnte eine Phagentherapie aussehen? Und wenn Sie jetzt genau hingehört haben, wissen Sie auch, dass meine Expertise in diesem Bereich relativ beschränkt ist. Und dementsprechend bin ich auch sehr froh, dass ich vor 8 Monaten in einem Fachmagazin ein Interview mit Frau Dr. Christine Rode gelesen habe, ihres Zeichens promovierte Mikrobiologin. Und der Artikel hatte den Titel Die Bakterienkiller. Und während des Lesens dieses Artikels habe ich gedacht, wir brauchen in diesem Science Talk dieses Thema und wir brauchen bestenfalls auch diese Wissenschaftlerin. Und dementsprechend bin ich froh, dass ich heute als Expertin an meiner Seite eine Frau habe, die hier inhaltlich durch diesen Abend führt, mit Frau Dr. Christine Rode. Herzlich willkommen. Danke. Wir können beginnen. Ja, vielen Dank. Dann kann ich gleich starten. Ich höre, dass man mich hört. Vielen Dank für die nette Einführung und liebe Damen und Herren, einen schönen guten Abend. Dann steigen wir ein in ein Thema, von dem Sie ganz bestimmt schon gehört haben. Das ist einfach ein Stichwort und wir haben ja eine Pandemie hinter uns, eine Viruspandemie, und die multiresistenten Keime tragen eigentlich zu einer sogenannten stillen Pandemie bei. Das ist eigentlich ein ganz langer Prozess der Entwicklung schon, und das Ganze hat Ausmaße angenommen, die man sich genauer anschauen muss und wo man auch handeln muss einfach. Ja. Ja, dann fangen wir mal an. Welche Fragenkomplexe wollen wir heute gemeinsam betrachten? Ich möchte mit Ihnen einen Ausflug in die Biosphäre machen und dann wollen wir uns ein bisschen runterbeamen zu den allerkleinsten, nämlich zu den Bakterien und ihren eigenen Viren, die Bakteriophagen, die Herr Otto schon genannt hat. Die Bakterien und die Phagen, ihre Bedeutung in Zahlen und Fakten, sowas ist ja auch immer ganz schön und erstaunlich, solche Zahlen und Fakten zu sehen. Dann wollen wir einen Ausflug in unser Mikrobiom machen. Das ist ein ganz persönliches Ökosystem im Grunde genommen. Dann kommen wir zu den multiresistenten Keimen. Also mit Keimen meine ich heute Abend nur Bakterien. Es sind nur Bakterien gemeint, nicht Pilze und andere Parasiten. Und ja, wie konnte es denn zur globalen Antibiotika-Krise, von der wir sprechen, kommen? Dann geht es um die Renaissance der Phagentherapie, denn die Phagentherapie ist wahrlich nichts Neues. Im Gegenteil, sie ist schon über 100 Jahre alt. Ja, wir sprechen über die Möglichkeiten und Grenzen der Phagentherapie. Und wie können wir denn in der evidenzbasierten Medizin heute Phagentherapie überhaupt sinnvoll aufstellen? Dann geht es um Phagenbanken als Teil einer nötigen Infrastruktur.
und die gemeinsamen Bemühungen, das werden Sie sehen, von Medizin, Lebenswissenschaften, also Biologen auch, Pharmazie, Zulassungsbehörden und der Politik. Und dann stelle ich Ihnen noch drei wichtige große Projekte vor. Ja, unsere Erde hat verschiedene definierte Sphären und wir sehen natürlich, wir kennen ja das Bild von unserer Erde, wir sehen schon auf dem Bild, wir haben ganz verschiedene Klimazonen von eiskalt bis kochend heiß und Wüstengebiete und einen Grüngürtel, natürlich viel Grün und sehr viel Wasser haben wir auf der Erde und jetzt gehen wir mal gemeinsam in die Biosphäre. Die Biosphäre ist nicht eine Schicht, auf der wir uns bewegen, die wird die Pedosphäre genannt, sondern es gibt Überschneidungen mit der Atmosphäre, der Hydrosphäre und der Lithosphäre. Die Lithosphäre sind die Gesteinsschichten unter der Biosphäre oder auch Gebirge und so weiter. Und überall gibt es auch Lebewesen. Ja, Bakterien und ihre eigenen Viren. Wir kennen, was die Bakterien betrifft, tatsächlich nur die Spitze des Eisbergs. Unser Direktor, der Herr Professor Overmann, den ich dort zitiert habe, sagt, unsere Unkenntnis von der Diversität ist bei den Mikroorganismen extrem verglichen mit allem anderen. Die Zahl der Bakterienarten in der Biosphäre, also die beschriebenen Arten, ist wirklich unbekannt. Sie ist gigantisch, aber unbekannt und es werden ständig, eigentlich täglich, neue Arten beschrieben. Jetzt kommt ein wichtiger Gedanke. Da Bakterien die häufigsten Lebewesen sind, also Organismen sind, sind ihre Viren, die Bakteriophagen oder kurz Phagen, die häufigsten Viren in der Biosphäre und sind die häufigsten lebenden Einheiten überhaupt. Ja, in unserem Institut, in der Deutschen Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen in Braunschweig, da haben wir circa 80% immerhin, aber auch wiederum nur 80% aller beschriebenen Bakterienarten, die eben für die Wissenschaft und Lehre und Industrie und Medizin und so weiter verfügbar sind. Ja, wir leben in einem Ozean der Viren. Das kommt nicht von mir, sondern das ist eigentlich ein ganz schönes Bild, aber klingt auch ziemlich erschreckend. Das haben berühmte Wissenschaftler gesagt in der Veröffentlichung, die ich da zitiert habe. Und so ähnlich, das ist eigentlich ein sehr schönes Bild. Das Grüne ist ein Bakterium, eine Bakterienzelle. Sieht aus wie so ein Nadelkissen und die Bakteriophagen sind da angeheftet. Und in Natura links sehen Sie ein typisches elektronenmikroskopisches Bild aus der Transmissionselektronenmikroskopie. Und wenn Sie da hinschauen, da sehen Sie, dass der Phage hat, das ist diese typische Struktur der allermeisten Phagen, die wir finden, und auch der Therapiephagen, darüber wollen wir heute sprechen. Sie sehen ein Sechseck, je nach Blickwinkel im Elektronenmikroskop sieht man sehr schön dieses Sechseck. Ja, ein Phage ist recht kompliziert aufgebaut, also eigentlich ein totales Wunderwerk. Ich stehe bewundernd davor, wie die Natur mit dieser Winzigkeit solche Federmechanismen und Rezeptoren und komplizierten Gebilde schaffen konnte. Und das ist der typische Phagenaufbau. Er trägt im Gegensatz zu uns, in seinem Kopf sein Erbmaterial und wenn er ein passendes Bakterium gefunden hat, dockt er da an und schießt sein Erbmaterial in die Bakterienzelle. Und das ist ein Schlüssel-Schloss-Prinzip und auch das ist was Tolles in der Natur. Denken Sie zum Beispiel an die Immunreaktionen, also was wir immer brauchen in der Immunologie, da muss auch alles zusammenpassen, Antigen und Antikörper und so ähnlich ist das bei den Phagen. Ganz kurz als Prinzip, der Phage muss wie im Schlüssel-Schloss-Prinzip zum Rezeptor der Bakterienoberfläche passen. Wenn das der Fall ist, kann er andocken. Und
wenn er sein Erbmaterial, meistens DNA, in die Bakterienzelle reinschießt, dann ist eigentlich der Zelltod der Bakterienzelle vorprogrammiert. Und auch das sind enzymatische, ganz komplizierte Vorgänge. Die Bakterienzelle wird so programmiert durch das Erbmaterial des Phagen, dass sie neue Phagenpartikel produziert. Die werden dann entlassen in die Umwelt, in großen Mengen zum Teil. Und wer sich das genau und ganz lebendig und bunt und groß anschauen möchte, der kann auf unsere Homepage von der DSMZ schauen. Da haben wir so etwas. Stellen Sie sich vor, ein Teelöffel Erde, der hat so viele Bakterienarten alleine, dass man wohl herausgefunden hat, das können über 50.000 sein. Oder 10 hoch 9, das ist schon fast schlecht vorstellbar, 10 hoch 9 Bakterienzellen. Ja, die Bakterien glänzen durch ihre Vielfalt, durch ihre Anpassungsfähigkeit, ihre Überdauerungsfähigkeit. Es gibt ja auch Sporenbildner, Fähigkeit zur Biofilmbildung. Und das Interessante in so einem Biofilm, denken Sie an den Ausguss in Ihrer Küche oder im Bad. Das ist nichts Unappetitliches, das hat jeder von uns. Und man kippt ja da nicht immer kochendes Wasser oder Desinfektionsmittel rein, da bilden sich Schichten. Das ist nur ein Beispiel, das schön anschaulich ist. Das sind solche Schleime. Also die ganze Natur ist eigentlich voller Biofilme und da findet sehr viel tatsächlich Interaktion und Kommunikation unter den Bakterien auch statt. Ja, das sind Globetrotter, Alleskönner, Spezialisten, aber sie haben eben auch ihre Viren. Nochmal die meisten, nämlich ca. 90% aller Bakterien sind unsere Freunde, tatsächlich richtig wichtig, oder sie leben eben mit uns, ohne uns zu schaden, sagen wir das so. Ja, dann gibt es aber wirklich wünschenswertere Zeitgenossen als diese Viren. Das möchte ich Ihnen absichtlich zeigen. Wir haben ja eine Pandemie eben hinter uns und haben sehr viel gelernt über die Viren, so über den Charakter der Viren. Und ich finde das Wort Zeitgenossen ganz passend deswegen. Zeitgenossen. Es sind nur Genossen einer kurzen Zeit, denn die mutieren alle. Viren mutieren gerne. Auch das haben wir in der Covid-Pandemie tatsächlich gelernt. Ja, Viren mutieren schnell. Das nennt man auch Koevolution. Viren brauchen ja immer einen Wirt. Und wir wissen ja leider, wir sind das Opfer des Covid-Virus gewesen. Und so haben eben auch die Bakterien alle ihre eigenen Viren. Die interessante Frage, sind Phagen, jetzt schauen wir mal etwas mehr auf die Phagen, ist das denn Leben eigentlich? Ist ein Virus Leben? Und da wird es tatsächlich so philosophisch, dass selbst die Biologen sich nicht so ganz sicher sind. Denn wenn man wirklich überlegt, was ist denn eigentlich Leben? Muss man sich bewegen können? Muss man essen und trinken können? Muss man einen Stoffwechsel haben? Organismen müssen einen Stoffwechsel haben. Und Viren sind keine Organismen, aber Viren sind Leben. Denn Viren haben zwei Eigenschaften, die sie doch zum Leben eigentlich machen. Sie haben eine selbstreproduzierende Autonomie, das heißt, sie sorgen selber für ihre Vermehrung und sie haben Teil an der Evolution. Das haben sie unbestritten. Zwei bekannte Phagenexperten postulieren eine sehr frühe Beteiligung der Viren als Prinzip. Die Viren sind ein Prinzip in unserer Biosphäre, in der Evolution bei allen Domänen des Lebens. Das nennen wir Domänen des Lebens, alle Reiche der Organismen, inklusive der Bakterien und das seit Anbeginn der Daseinsform der Bakterien. Warum suchen wir denn dauernd, also wir, so intensiv nach neuen Phagen und wo kann man sie finden? Und Sie sehen die Kläranlage bei uns in Wolfenbüttel abgebildet, da sind wir auch Dauergäste
Und je nach Bedarf gehen wir dahin und man kennt uns schon. Ja, warum? Da tummeln sich natürlich alle Bakterien, gegen die wir eben die Phagen gerne finden möchten. Und das wechselt eben je nach Fragestellung, wenn irgendwelche Ärzte oder andere Wissenschaftler sich an uns richten und haben einen Wunsch, such doch mal Phagen gegen den und den Bakterienstamm. Hier ist so ein Beispiel. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie noch nichts gehört haben von Acromobacter xylos oxidans. Der Name ist noch unkompliziert. Es geht noch ganz anders in der Mikrobiologie. Acromobacter xylos oxidans, als meine Generation Mikrobiologie studiert hat, da kannten wir den Keim aber nicht als Krankheitserreger. Und heute ist der sehr bekannt, leider, insbesondere bei den Mukoviszidose-Patienten oder auch zystische Fibrose. Das ist ja eine schwere Erkrankung, bei der auch die Lungen voller Schleim sind und die Patienten den Schleim nicht loswerden und dort siedeln gerne bestimmte Bakterien. Und er gehört dazu. Sie sehen ganz schön in Gelb die Bakterienzellen und wir hatten da auch passende Phagen gefunden in einem Projekt. Das ist so ein Beispiel, wo man Phagen wirklich anwenden sollte. Ja, dann ganz andere Krankheitserreger. Sie sehen oben links Bordetella bronchiseptica, haben Sie vielleicht auch noch nicht gehört, aber da steckt im Namen, das ist auch ein Atemwegskeim, ist auch so. Dann Burgholderia cepacia, da klingt nicht so viel im Namen, aber das ist einer der schlimmsten in der Mukoviszidose-Lunge. Und da wir uns speziell doch mit Lungenkeimen eine Weile beschäftigt haben, ist das auch so ein bisschen ein Schwerpunkt bei uns. Burgholderia cepacia, Phagen zu finden, ist ganz, ganz schwierig, aber wir hatten das Glück. Dann unten links der Staphylococcus epidermidis, den tragen wir garantiert alle irgendwie auf unserer Haut. Und das steckt ja auch im Namen, Epidermidis. Ne? Das ist überhaupt eigentlich gar kein Krankheitserreger, aber angenommen, wir gehen ins Krankenhaus, müssen eine Hüftoperation haben oder eine Knieoperation, da rutschen leider schon mal Keime von der Haut in die Wunde und das darf eben nicht passieren. Ja, das sind solche Beispiele und hier nochmal richtig in groß, also besser konnte man es gar nicht darstellen. Eins der schönsten elektronenmikroskopischen Bilder, die mein Mann gemacht hat, Sie sehen Staphylococcus aureus mit den Phagen in Rot angefärbt. Die sind natürlich nicht rot in der Natur, die kann man aber anfärben, um sie anschaulicher zu machen als Foto. MRSA kennen Sie bestimmt alle. Also ich wette, das haben Sie alle schon gehört. Das ist das gängigste, geläufigste, multiresistente Bakterium. Und MRSA steht für methicillinresistente Staphylococcus aureus. Und den haben wir aber auch in den Nasenlöchern, viele von uns. Nicht unbedingt jeder hat ein MRSA, aber schon viele. Und die tun uns so lange nichts, bis eben die Bakterien nicht an einen falschen Ort am Körper oder im Körper gelangen oder bei einem geschwächten Patienten. Ja, nochmal ein paar Zahlen. Also die Mathematikerinnen oder Mathematiker unter Ihnen müssen die Nullen nicht zählen. Ich finde auch die Zahl so abstrakt, ich mag sie mir eigentlich gar nicht versuchen vorzustellen. Also Experten schätzen, 10 hoch 31 Phagenpartikel tummeln sich in der Biosphäre. Aber ein bisschen anschaulicher finde ich schon, in einem Milliliter Meerwasser findet man zig Millionen Phagen, das ist ja schon ein bisschen greifbarer, und im Erdreich findet man meistens noch mehr. Das Zahlenverhältnis in der Natur ist in etwa 10-mal so viele Phagen wie Bakterien. Und in unserem Darm, auf unser Mikrobiom, kommen wir natürlich auch noch zu sprechen, da ist das Verhältnis ein bisschen anders, circa 1:1.
Aber ganz wichtig, ganz toll finde ich die Vorstellung, was für eine Rolle Phagen, Viren ja, aber Phagen in dem Fall in der Natur überhaupt spielen. Denn in jedem Moment, also kontinuierlich, wird circa ein Drittel der gesamten Bakterienmasse auf der Welt durch Phagen umgesetzt. Ja. Und wenn man sich das mal vorstellt, daraus ergibt sich ja eine stetige Balance und Regulation der bakteriellen Masse auf unserer Erde, sonst würden wir ersticken in Bakterienschichten. Die Bakterien und ihre Phagen gestalten die Biodiversität, den Transfer genetischen Materials und auch die globalen Stoffkreisläufe. Das ist ganz wichtig, die Kohlenstoffkreisläufe, Stickstoff, Schwefel und so weiter. Das heißt, um uns herum ist ganz schön viel los. Aber wir werden noch sehen, nicht nur um uns, sondern auch in uns. Noch ein paar mehr Zahlen und Fakten. Die kleinste biologische Einheit ist ja die Zelle oder eben ein Virus. So langsam nähern wir uns so diesen Gedanken, die jetzt wichtig sind für diese Betrachtung. Erstmal zu den menschlichen Körperzellen. Ein Mensch hat im Durchschnitt 10 hoch 14 Zellen. Das hängt aber ganz stark ab vom Geschlecht. Männer haben meistens mehr Zellen als Frauen, von Gewicht und Größe und auch vom Lebensalter. Und die größte aller menschlichen Zellen ist die weibliche Eizelle mit immerhin 0,1 Millimeter ungefähr. Dann finde ich auch sehr interessant, Knochenzellen im Knochen können bis zu 30 Jahre alt werden. Das finde ich ganz unglaublich. Unser Gehirn hat ca. 20 Milliarden Nervenzellen und täglich gehen uns leider bis zu 100.000 verloren, was ca. der Größe eines Fliegengehirns entspricht. Aber nun zu den allerkleinsten wieder, die Größe einer Bakterienzelle. Bakterien kann man sehr gut im Lichtmikroskop erkennen. Die variiert stark, ist aber so ganz grob ein Mikrometer. Und ein Mikrometer ist ein Tausendstel Millimeter, das kann man sich noch vorstellen. Die Phagen sind sehr viel kleiner, die sind 50 bis 100 Nanometer im Durchschnitt, also maximal ein Zehntausendstel Millimeter und die kann man nur im Elektronenmikroskop sichtbar machen. Und daher konnte man auch Phagen gar nicht sehen oder andere Viren, bevor das Elektronenmikroskop erfunden wurde. Ja, wenn eine Bakterienzelle durch Phagenlyse platzt und stirbt, dann kann sie mehrere hundert neue Phagenpartikel entlassen, die dann wieder ausschwärmen, um neue Bakterienzellen zu infizieren. Und das sehen wir hier bei diesem Bakterium Acinetobacter baumannii. Da ist eine Zelle geplatzt und auch dieses Bakterium, ich vermute, Sie kennen es noch gar nicht, haben wir auch im Studium nicht als Krankheitserreger kennengelernt, sondern als Umweltbakterium. Und in dem rechten Bild sehen Sie, was passiert ist, wenn das Bakterium durch Phagen angegriffen wurde, dann bleibt nur so eine Hülle. Ja, nicht nur wir globalisieren uns und unsere Welt, auch Mikroorganismen leben in unserer vernetzten Welt und da sind beteiligt die Nützlinge und die Schädlinge, die Bakterien inklusive die Multiresistenten. Aber auch ohne uns Mensch sind die Mikroorganismen vernetzt. Die werden durch alle möglichen Strömungen, Wasser, Staub, Winde, Erdbewegungen, Tiere verbreitet. Und wir nennen das, Mikroorganismen sind ubiquitär, sind einfach überall im Prinzip. Die Weltgesundheitsorganisation hat, jetzt machen wir einen großen Sprung, jetzt wird es unangenehm, die Weltgesundheitsorganisation hat erst eigentlich recht spät, 2014, und das ist jetzt aber 10 Jahre her, den ersten umfassenden Bericht, das ist ein dickeres Buch, veröffentlicht und hat sich angeschaut, in welchen Weltregionen welche Keime zu Multiresistenzen führten, wo die Multiresistenten vorkommen und hat das genau analysiert.
und hat dann 2017 eine Prioritätenliste herausgegeben mit 3 Prioritäten, 1, 2 und 3, kritisch, hoch und mäßig, von den ganz besonders besorgniserregenden Bakterien. Und das, die werden auch die 12 Dirty Dozen genannt, ja. Und die ich Ihnen eben schon gezeigt habe, Acinetobacter baumannii ist zum Beispiel der alleroberste auf dieser Liste. Ja, und im Fokus von der Forschung, die wir an der DSMZ betreiben, um eben die Phagentherapie voranzubringen im Kampf gegen die multiresistenten Bakterien, da stehen die sogenannten Escape-Keime. Escape-Bakterien, das passt eigentlich auch der Ausdruck, merke ich gerade eben, dass man flüchten sollte vor denen. Das ist aber nicht gemeint, das ist nämlich eine Abkürzung. Und Sie sehen, dass das steht für diese Bakterien, die da aufgelistet sind. Ja, ich will Ihnen nur mal zeigen, die DSMZ ist eine forschende Sammlung. Und wir haben ein ganz modernes Robotiksystem, das sieht man links unten. Dann rechts oben sieht man eine junge Kollegin, die an einem Tank mit flüssigem Stickstoff steht und eine Probe rausnimmt oder reintut. Und dann sehen Sie eben viele, viele Fläschchen. Und überall da auf diese Art und Weise lagern wir die Phagen gegen diese Bakterien und auch die Mikroorganismen selbst und stellen sie der Forschung und der Lehre und der Industrie zur Verfügung. Und wir haben glücklicherweise bereits gegen alle diese genannten Bakterien Phagen gefunden. Ja, man sollte aber doch immer auch in die Geschichte zurückblicken und diejenigen auch nicht vergessen, die mal an den Anfängen alles gefunden haben, gefunden oder erfunden, in dem Fall gefunden. Zurück zu den Wurzeln. Es gab 2 unabhängige Phagenentdeckungen. Da gab es natürlich, wie das in der Wissenschaft oft so ist, auch ein bisschen Streit. Aber der erste war ein Engländer in London, der Frederick Ward, war ein medizinischer Mikrobiologe, den sieht man unten links. Der hat 1915 Phagen entdeckt, aber er konnte sie ja nicht sehen, er hatte ja noch kein Elektronenmikroskop. Er, wie auch der Felix Derrell, der war Franco-Kanadier, aber lebte damals in Paris und arbeitete am Pasteur-Institut, der war dann ein bisschen schlauer, aber er hatte wahrscheinlich auch mehr Geld und er war so ein ganz anderer Typus, der eben extrem aktiv war. Und der hat auch Phagen entdeckt, 1917. Auch er hat gesehen, den Bakterien geht es ja so schlecht. Da ist irgendein krankmachendes Prinzip, sodass die Bakterienkulturen im Labor gestorben sind. Und dann hat er eben auch postuliert, wie der Herr Twort, da ist irgendein, die dachten damals, das sind Enzyme und wussten nicht, dass das Viren sind. Ja? Und dann kam aber doch die Idee, da ist ein Prinzip, das sich selbst vermehrt. Und das hat der Felix Derrell gemerkt und hat auch sofort schon angefangen mit Phagentherapien tatsächlich. Kaum entdeckt und schon angewandt. Ja, und so kam es, dass die Phagen damals als nebulöse, bakterienlysierende Agenzien eben betrachtet wurden. Aber eben die Wirkung schien schon mal klar. Und dann gab es auch schon 1917 die ersten Phagenanwendungen gegen Cholera und Pest in Indien erfolgreich. Und 1919 hatte dann der Felix Derrell zum ersten Mal im Kinderkrankenhaus Necker in Paris individuelle Heilversuche mit an Ruhr erkrankten Kindern gemacht. Und die Ruhr ist eine ganz schlimme Durchfallerkrankung, die wir hier bei uns zum Glück gar nicht mehr so in der Form kennen. Und dann ging er, der Felix Derrell, nach Georgien, nach Tiflis und hat mit dem Georgier, George Eliava im rechten Bild,
das Eliawa-Institut gegründet 1923, was eben eigentlich dann zum Mekka der Phagentherapie geworden ist. Das war 1917 und deswegen haben wir auf der ganzen Welt in 2017 100 Jahre Phagentherapie oder Phagen gefeiert. Da gab es einen großen internationalen Kongress in Paris. Dann haben wir hier ein ganz interessantes Foto. Sie sehen im Eliawa-Institut in Tiflis ein altes Bild noch aus Kriegszeiten. In riesigen, gigantischen Fermentern hat man da Phagen produziert und das war natürlich für die Sowjetarmee in Georgien, um eben die Soldaten der Sowjetarmee zu behandeln, wenn sie schwere bakterielle Erkrankungen hatten. Am Eliawa-Institut, das ist auch so ein altes Bild, gab es wohl angeblich mal 1000 Beschäftigte. Das ist heute aber auch nicht mehr so, da sind heute circa 100. Also wir haben ein freundschaftliches Verhältnis zum Eliawa-Institut in Tiflis. So, das war ein Ausflug nach Tiflis und zu der Phagenentdeckung. Und jetzt gehen wir mal in unser Mikrobiom. Das Mikrobiom, das ist so in aller Munde sozusagen, weil es einfach auch so wichtig ist und weil man immer mehr und mehr erkennt, welche Bedeutung ein gesundes Mikrobiom, besonders das Darmmikrobiom eigentlich hat, für unsere ganze, für uns als ganzen Menschen. Ja? Wir sind eigentlich ständig mit Keimen konfrontiert. Also wir können ja nicht jeden Tag in Desinfektionsmittel baden. Und wir haben ja in allen Schleimhäuten auch Bakterien sitzen. Dieses Bild soll Folgendes veranschaulichen. Sie sehen diese drei Farben, blau, grün und rot. Und das ist ein Schema der Triade der Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt. Dafür gibt es einen Begriff, One Health, also eine Gesundheit für alles global. Und das ist aber schon auch immer mal aus dem Gleichgewicht, aber kommt auch wieder ins Gleichgewicht. Und dieses Mikrobiom kann natürlich ganz schön gestört werden. Ich meine jetzt mal konkreter das Darmmikrobiom, weil es so eine ganz besondere Bedeutung hat, auch für unser Immunsystem, wenn wir zu viele Antibiotika zu uns nehmen oder wenn zu viele Antibiotika in den Boden gelangen oder wir irgendwie Kontakt haben zu Antibiotika und antibiotikaresistenten Keimen. Hier ist mal das Hautmikrobiom näher betrachtet, aber das würde jetzt viel zu lange aufhalten, da wollen wir gar nicht so genau schauen. Also man weiß mittlerweile durch die sogenannte Metagenomik ganz genau, welche Bakterien sich wo aufhalten. Das heißt, sie können im Prinzip ein Klümpchen Erde oder ein Milliliter Wasser nehmen und können durch Metagenomik schauen, das ist eine Technologie eben der Genomik, welche Bakterien da sind. Und unser Mikrobiom trägt viele Nützlinge, direkte Nützlinge, aber auch eben viele sogenannte opportunistisch pathogene Organismen. Das sind eben diese Escape-Bakterien, die tun uns gar nichts. Nur wenn es uns schlecht geht, wenn wir geschwächt sind oder wir haben eine Operation oder eine offene Wunde oder dergleichen, dann werden sie gefährlich unter Umständen. Das heißt aber auch weitergedacht, der Patient bringt solche Keime inklusive eben die multiresistenten Formen mit sich selbst mit ins Krankenhaus und als stille Gefahr, die ausbricht oder auch nicht ausbricht. Und dann sprechen wir von den sogenannten Krankenhauskeimen. Ja, eigentlich sind wir ein wandelndes Mikrobiom. Die regulierte Balance ist im Darm ganz besonders wichtig und es gibt den Ausdruck, um die Betrachtung zu schärfen dafür, wir sind eigentlich ein Meta-Organismus. Ja?
oder Holobionten. Also wir sind mehr als nur unsere eigenen Zellen, unser eigener Körper. Man weiß, dass an den Schleimschichten im Körper und gerade im Darm sich sehr viel abspielt an Aktivität von Bakterien und ihren Phagen. Und die Phagen helfen an diesen Schleimschichten, Krankheitserreger abzuwehren. Nun kommen wir aber zur Antibiotikakrise. Die multiresistenten Keime, wie konnte es denn zu dieser Krise diesen Ausmaßes kommen, dass wir von einer globalen Krise sprechen? Es gibt steigende Todesfallraten weltweit. Das heißt, schauen wir mal auf die linke Auflistung. Es gibt mehr und mehr Patienten. Die Krankenhausliegezeit wird erhöht. Der Pflegeaufwand wird erhöht, die Behandlungskosten werden höher und die Lebensqualität von betroffenen Patienten sinkt. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. 3 Strategien. Das sieht man an dem dicken Pfeil rechts. Die vorhandenen Antibiotika gezielter nutzen. Rechts im Pfeil neue Antibiotika-Klassen suchen. Bioressourcen für die Forschung stärker nutzen, das nennt sich auch Bioprospecting. Aber Sie sehen, da hat der Pfeil einen Knick, also eine Unterbrechung. Was nämlich heißt, es werden gar keine neuen Antibiotika-Klassen mehr gefunden. Das ist das Schlimme. Wir sind am Ende dieser Pipeline mit den Antibiotika. Also zurück zu den Phagen. Wir brauchen antibakterielle Strategien, und da sind die Phagen einfach, liegen auf der Hand im wahrsten Sinne. Jetzt möchte ich Ihnen mal ein Filmchen zeigen. Sie sehen den Keim Pseudomonas aeruginosa, wie er im Zeitraffer sich... Nee, das hat jetzt nicht geklappt. Nee, er will nicht. Dann nehmen wir den nächsten Film. Ja, der Film funktioniert, Entschuldigung. Das ist unser Acinetobacter baumannii. Sie sehen die Bakterien, wie sie sich vermehren und vermehren. Und wenn man Phagen zugibt, sehen Sie im Zeitraffer die Wirkung, also in Realität. Das war's schon. Machen wir einfach weiter. Ja, wie kam es zur globalen Antibiotikakrise und warum ist die Wirkstoffforschung so nötig? In der EU verursachen die antibiotikaresistenten Keime mehr als 30.000 Todesfälle pro Jahr und ca. 1,5 Milliarden Euro zusätzliche Gesundheitskosten. Die Weltgesundheitsorganisation hat geäußert, Antibiotikaresistenzen sind eine der 3 größten Herausforderungen und Bedrohungen für die globalen Gesundheitssysteme. Und die Leopoldina, unsere nationale Akademie der Wissenschaften, hat gesagt, der Status quo in der Entwicklung neuer Antibiotika ist unzureichend. Und auch beim G20-Gipfel 2017 in Hamburg waren die Antibiotikaresistenzen ein zentrales Thema. Sie sehen jetzt, die Pharmaindustrie entwickelt kaum mehr neue Antibiotika. Das hat natürlich ökonomische, nachvollziehbare Gründe. Es ist so, dass nur eine von 5000 Substanzen eine Marktreife erreicht. Das ist natürlich recht schlimm. Die Entwicklungsdauer ist unheimlich lange, mit 8 bis 15 Jahren. Und die Entwicklungskosten mit 100 Millionen bis 2 Milliarden pro Substanz ist natürlich auch wirklich ein Problem. Und Sie sehen in der Darstellung, wie die rote Linie, wie die resistenten Bakterien sich entwickelt haben, wie die zugenommen haben, während die Antibiotika-Wirksamkeit abnimmt.
Ich habe ganz vor kurzem erst recht aktuell eine Statistik gefunden, die mich aber auch sehr erschreckt hat, denn das ist von der AOK, das wissenschaftliche Institut der AOK hat geschaut, wie die Antibiotika-Verordnungen in den Bundesländern sind. Und die dunkelblauen Balken sind Reserveantibiotika, also wirklich Reserveantibiotika. Die hellblauen Balken sind die üblicheren Antibiotika. Und da liegt ganz vorne Hessen, Rheinland-Pfalz und so weiter und am Ende kommt Hamburg. Aber es sind doch je 1000 gesetzlich Krankenversicherte ganz schön viele Antibiotika-Verordnungen, muss man wirklich feststellen. Ganz kurz noch so eine frühe Erfolgsgeschichte. Der Alexander Fleming hat 1928 das Penicillin gefunden. Er hat es auch nicht erfunden, denn man muss auch sagen, Antibiotika sind natürliche Substanzen, also das Penicillin jedenfalls in seiner ursprünglichen Form. Das hat ein Pilz, der hieß damals Penicillium notatum, wurde aber umbenannt in Penicillium rubens. Das heißt, der Pilz mit diesem Namen hat das Penicillin um sich herum produziert und der Alexander Fleming hatte in seinem mikrobiologischen Labor Agarplatten mit seinen Staphylokokken vergessen und hat dann gesehen, sowas passiert in der Wissenschaft, da ist es auch nicht immer so ordentlich im Labor. Der hat dann gesehen, oh, da wächst ja das Bakterium gar nicht mehr. Dann gab es mit Howard Florey zusammen, einem australischen Pharmakologen, den Nobelpreis für Medizin in 1945. Wie werden denn Bakterien multiresistent? Wie passiert das denn überhaupt? Und ganz kurz, wir schauen das nur ganz kurz an, es gibt drei Mechanismen. Sie sehen da Bakterienzellen in grün und zum einen können Bakterienzellen DNA aufnehmen in die Zelle, das ist das oberste Schema, das heißt Gene, die eben in der Umwelt die Antibiotikaresistenzen kodieren. Oder Bakterien paaren sich auch tatsächlich. Durch solche Zellstrukturen kann DNA in ein anderes Bakterium hinüberfließen. Oder es gibt sogar, jetzt werden Sie erschrecken, Phagen, die Antibiotikaresistenzen übertragen können. Und die wollen wir natürlich nicht. Die gibt es, aber die darf ich Ihnen nicht verschweigen. Ja, in der Mikrobiologie ist es ein langer Weg, den wir im Labor so gehen müssen, bis wir dann am Ende nach der Genomik und nach den ganzen molekularbiologischen Untersuchungen, sehen Sie links unten so ein schematisiertes Fläschchen mit Phagen haben, die wir so toll finden, dass wir sie einer klinischen Studie zuführen können, wenn sie dann aufgereinigt sind. Ja, wir benutzen Phagen, da ist ein kleiner Cartoon, ein E. coli-Bakterium möchte einen kleinen Phagen nicht reinlassen in die Petrischale, aus guten Gründen, weil das genau ein passender Phage ist. Und Phagen zeigen sich dann auf den Petrischalen als ja, Löcher im Bakterienrasen. Ja, ich hatte ja eben gesagt, ich darf es nicht verschweigen. Der Feind meines Feindes ist nicht immer mein Freund. Es gibt Phagen und die können wir aber zum Glück sehr gut auseinanderhalten von den gewollten Phagen. Phagen, die Gene tragen, die unerwünscht sind. Und das braucht Genomik und Bioinformatik. Und das gelingt aber ganz gut oder sehr gut. Das gelingt sehr gut, nicht nur ganz gut, diese Phagen, die Spreu vom Weizen zu trennen. Die Phagen haben sehr große öffentliche Aufmerksamkeit bekommen. Es gibt hohe Anfragezahlen von Patienten und Ärzteschaft. Patienten reisen mit hohem Kostenaufwand, vor allen Dingen nach Tiflis, aber wirklich oft unter sehr hohem Kostenaufwand.
Und das Schlimme ist eigentlich, es kommen aus anderen Ländern nicht zugelassene, nicht gut gereinigte Phagenpräparate nach Deutschland. Und das ist eigentlich vom Arzneimittelgesetz her sogar verboten. Und eigentlich kommen die gar nicht durch den Zoll. Also alles, was dann durch den Zoll rutscht, wäre eigentlich geschmuggelt. Phagentherapie ist immer personalisierte Medizin, denn der Begriff ist definiert, das bezieht sich auf ein medizinisches Modell, das die richtige therapeutische Strategie für die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt nutzt. Und das kann durch Phagentherapie erfüllt werden. Ich mache es jetzt ein bisschen kürzer. Sie sehen unten links so eine schöne grüne Agarplatte mit einer Bakterienschicht und solche Löcher da drin. Und diese Löcher, das sind lysierende, passende Phagen, die zu diesem Bakterium passen. Das heißt, der Arzt macht ein sogenanntes Phagogramm. Dasselbe sollte eigentlich viel häufiger geschehen mit einem Antibiogramm in der Medizin, wird aber aus Kosten- und Zeitgründen selten gemacht. Das ist eben die rechte Platte. Genau das gleiche Prinzip, und Phagogramm sowie Antibiogramm könnten beide parallel über Nacht laufen, damit man für Patient A oder B genau die richtige Therapie findet. Und Phagen und Antibiotika können auch wunderbar zusammen appliziert werden, verabreicht werden. Die Vorteile der Phagentherapie ist die Spezifität, das heißt, man kann zielgenau nur den Krankheitserreger bekämpfen. Allergische Reaktionen sind nicht bekannt, toxische Nebenwirkungen auch nicht, denn unsere Nieren, unser Magen, unsere Leber werden nicht angegriffen durch Bakteriophagen. Und es gibt kein Antibiotikum, das sich selbst reguliert, das heißt, das sich selbst vermehrt am Ort der Infektion und dann auch wieder selbst limitiert. Neue Phagen kann man jederzeit finden in der Umwelt, und Phagen ist auch total egal, ob der Keim, das Bakterium, multiresistent ist oder nicht. Und natürlich könnten wir auch endlich die Antibiotikalast in der Umwelt reduzieren. So, in Deutschland sind Phagen Produkte als Arzneimittel definiert. Oder sobald ein Phage am Menschen eingesetzt wird, ist es ein Arzneimittel. Und das Arzneimittelgesetz schreibt vor, dass jedes Arzneimittel nach GMP hergestellt werden muss. GMP ist Good Manufacturing Practice und bedeutet einen unglaublichen Dokumentationskosten- und Zeitaufwand. Und das kann für Phagen nicht zutreffen, weil wir einfach für die Zukunft viele Phagen brauchen, wegen ihrer Spezifität. Das ist eben auch das Limit. Und hieran arbeiten wir gerade in Deutschland intensiv, dass eine Anpassung des Arzneimittelgesetzes erfolgen kann. Rechts ist ein ganz großer Fortschritt hier zu verzeichnen mit dieser Veröffentlichung. Die ist im Juli 2023 veröffentlicht worden und ist in den Bundestag gegangen. Denn der Bundestag hatte in 2022 sein Büro für Technikfolgenabschätzung damit beauftragt, zu eruieren, wie die Zukunft der Phagentherapie schneller geschehen könnte in Deutschland. Also es ist im Bundestag angekommen und wird da auch bewegt gerade. Dann haben wir eine ganz wichtige Assoziation oder Vereinigung in Deutschland, das DZIF, das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung, mit einem Transfage-Netzwerk von Ärzten, Wissenschaftlern, Pharmazeuten und Zulassungsregulatoren, nennen wir die Fachleute aus dem Zulassungsbereich. Und das ist in Deutschland das BfArM, ist zuständig für Phagentherapie. Das heißt, wir sind ganz stark, das lassen wir jetzt mal weg, wir haben eine Schritt-für-Schritt-Abfolge im Labor,
Fragen als intelligente Antibiotika, welche Infrastruktur brauchen wir, um es kurz zu machen. Wir haben alles in Deutschland, wir haben nur noch keine industriellen Hersteller, die fehlen noch. Ja, wir haben ein Projekt, das an der Charité läuft, das heißt, es ist eine klinische Studie mit einer inhalativen Anwendung bei chronischen Lungenerkrankungen, bei Pseudomonas aeruginosa, und das läuft soweit auch sehr gut. Wir haben ein anderes Projekt mit dem Bundeswehrkrankenhaus in Berlin. Das ist auch gut angelaufen, aber Sie sehen, das sind ganze Zeiträume, die da tatsächlich vergehen. Und immer müssen die Phagen hoch aufgereinigt werden, denn sie gelten immer als Arzneimittel. Ja, und nun bin ich auch hier am Ende. Wir müssen eines schaffen. Wir müssen durch unsere laufenden jetzigen klinischen Studien und jetzigen Projekte die nötige Evidenz, denn wir sind in der westlichen Welt in der evidenzbasierten Medizin, wir müssen die Evidenz nachweisen, dann arbeiten wir in Europa auf der Ebene der EMA, die European Medicines Agency, arbeiten an einem neuen Qualitätsstandard, der eben diese genannte GMP-Produktion nicht mehr benötigt. Das muss erreicht werden. Ja, und man muss wirklich diesem DCIF sehr danken für die Initiativen, die jetzt gerade laufen. Und Sie glauben es nicht, aber in den letzten 2 Jahren hat sich unglaublich viel getan. Und man kann nur hoffen, dass das jetzt sehr viel schneller alles vonstatten geht. Ja, ich danke natürlich den Finanzgebern, das ist das Bundesministerium für Bildung und Forschung, dem gemeinsamen Bundesausschuss und dem DCIF, das sind die ganz großen Finanzgeber für unsere Projekte, meiner eigenen Arbeitsgruppe, den Elektronenmikroskopikern am HZI, und den beiden Hauptmitinitiatoren, den Ärzten Martin Witzenrath und Christian Willi in Berlin. Und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Wunderbar, vielen Dank für diesen sehr aufschlussreichen Vortrag. Bin immer noch dabei, die Nullen zu zählen an dieser riesigen Zahl. Aber vielleicht haben sich bei Ihnen einige Ausrufezeichen gebildet, vielleicht gibt es aber auch einige Fragezeichen, die noch bestehen oder dazukommen. Und dafür haben wir immer nach diesem Vortrag eine, sagen wir mal, viertelstündige Diskussionsrunde eingeplant, wo wir, da muss ich jetzt einmal nach vorne treten, genau, einige kennen ihn schon, diesen wunderbaren Mikrofonwürfel integriert haben. Hier oben einmal reinsprechen, damit auch die zahlreichen Leute im Livestream mit dabei sein können. Hat einfach den Vorteil, dass wir es mit relativ geringer Verletzungsrate durch den Raum werfen können, oder Sie. Dementsprechend, wenn jemand eine Frage hat, einfach aufzeigen und ich würde Ihnen den Würfel zukommen lassen. Ich fange erst mal unten an. Das ist schon mal. Meine Frage ist, diese Bank, in der die Phagen aufbewahrt werden, in welcher Form werden die aufbewahrt? Sind die eingefroren? Sind sie dort lebendig? Oder leben sie nicht in dem Moment, und es gibt ja auch Entnahmen. Wie wird technisch so eine Entnahme gemacht, und was entnommen wird, muss ja wieder dazukommen. Vermehren die sich während der Aufbewahrung? Während der Aufbewahrung nicht, da ruhen sie. Also wir bewahren Phagen wirklich für die Zukunft, also wirklich gedacht in Generationen, auf in flüssigem Stickstoff, das heißt bei minus 196 Grad in diesen Tanks, die sind so groß, in solchen Kannen, das haben Sie schon im Fernsehen, in der Medizin und so gibt es das immer wieder. Und da muss aber ein Gefrierschutzmittel, Glycerin, dazu. Eigentlich ganz simpel und ganz logisch, und die Phagen ruhen, die vermehren sich nicht, die Bakterien bewahren wir genauso auf. Und die leben aber. Also man kann sie zum Leben erwecken. Ja, oder getrocknet. Man kann Phagen auch trocknen. Sprühtrocknen, gefriertrocknen und so etwas. Es geht alles. Also die sind ziemlich hart im Nehmen.
Aber Bakterien auch, also zum Glück. Ja, und die kann man immer wieder zum Leben erwecken, jederzeit. Die kommen neuen dann dazu. Das darf ja nicht alle werden. Ja, jeder Phage ist eine biologische Einheit oder wir sagen eine Entität. Also ein Phage ist mikrobiologisch rein. Und der bekommt einen Namen, eine Nummer und er bleibt immer der Phage. Und er bleibt immer der. Auch in den Fläschchen und im Stickstoff. Und neue Phagen bekommen andere Namen, andere Nummern und werden dann auch eingefroren. Und daher wächst und wächst die Sammlung. Ich habe zwei Fragen. Sie haben mich sehr erschreckt mit dem Absterben der Gehirnzellen pro Tag 100.000. Wachsen denn da welche nach durch Zellteilung? Das ist die erste Frage. Also ich habe das auch aus dem Internet und habe mich so amüsiert. Ich dachte, das passt heute Abend. Ich kann Ihnen das nicht beantworten. Ich weiß nicht, ob hier ein Mediziner sitzt, ob Gehirnzellen nachwachsen. Ich glaube, sie wachsen nach. Man hat es unterschätzt. Ich glaube, man dachte, es sei nicht so, aber sie wachsen nach. Nervenzellen können jedenfalls. Die Vernetzung, die wird ja auch immer wieder korrigiert durch Lernen. Ja. Zweite Frage. Wie nähert sich denn das Mikrobiom von zwei Menschen so nach und nach, nach Jahrzehnten gemeinsamer Ehe? Ja, das ist eine ganz gute Frage. Und tatsächlich, ich habe mal gelesen, Familien haben dann schon eher Gemeinsamkeiten. Ja? Da gibt es Studien dazu. Das ist ganz faszinierend. Das ja, kann es man ist so. Irgendwo ist noch abfragen. Frage. Ich meine, ich gehe auf die 60 Jahre zu diesbezüglich. Ja, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Könnten Sie den Würfel einfach die Reihe durchgeben? Dankeschön. Kommen Sie ruhig hier einmal nach links für die Kamera. Dankeschön. Ja, ich habe eine Frage zu dem Phagen. Wenn die jetzt das Bakterium zerstören, entstehen dabei Abbauprodukte? Die Produkte, ne? Abbauprodukte. Ja, das ist eine total wichtige, ganz schreckliche Frage. Ja. Denn das ist der Punkt, Sie können sich vorstellen, wenn so eine Bakterienzelle platzt, aber das passiert auch bei Antibiotika, dann kommt der ganze Zellschrott aus dem Bakterium, und das sind ja viele Bakterien dann, das entlässt natürlich das Bakterium den ganzen Schrott in den Patienten im Grunde. Und das darf, ja, ist eine schwierige Frage. Das passiert und das ist kein schöner Gedanke. Aber wenn man, sagen wir mal, ein Furunkel hat, ja, irgendwie ein Furunkel mit mit mRSA, und dann gibt man Phagen zu, dann kommt zwar der Zellschrott noch dazu, aber dann kann wenigstens sich das Bakterium nicht weiter und weiter vermehren. Das heißt, der Körper gewinnt Zeit, das Immunsystem gewinnt Zeit, um damit besser fertig zu werden. Also empirisch ist ja Phagentherapie über 100 Jahre alt und eigentlich hilft sie sogar bei nicht gut gereinigten Phagen, darf man ja nicht hier öffentlich erwähnen, aber es ist so. Aber die Bundeszulassungsbehörde, Bundesoberbehörde BfArM sagt, in einer klinischen Studie müsst ihr die Phagenpräparate so reinmachen, dass da nichts mehr von bakteriellen Resten drin ist. Denn sonst wäre es nicht wissenschaftlich. Ne? Das ist eine sehr gute Frage, total wichtig. Möchte jemand auch noch so eine schöne Frage stellen? Erstmal vielen Dank. Und meine Frage wäre, suchen Sie auch nach Phagen und entsprechend auch Bakterien in auftauenden Permafrostböden? Ja, tolle Frage. Also gut, die,
die Multiresistenten, wir sind nur eine kleine Arbeitsgruppe und wir müssen Prioritäten setzen. Das wäre total faszinierend. Und es gibt wirklich jetzt aktuell eine Fragestellung mit einer anderen Forschergruppe, wo wir tatsächlich, wir haben sogar Zugang zu solchen Permafrostproben, wo wir tatsächlich demnächst mal schauen wollen. Aber haben wir bisher nicht gemacht. Wäre aber toll. Einmal über ihn. Danke. Ja, ich habe auch noch eine Frage. Sie haben sehr viel von den Vorteilen gesprochen. Mich würde noch interessieren, was ist denn, oder gibt es das überhaupt, eine der größten Gefahren, die von einer Phagentherapie ausgehen könnte? Also wenn Sie von Gefahren sprechen, vielleicht dann wirklich Gefahren, wenn die Phagen nicht gut gereinigt sind. Also wenn die irgendwelche Schmutzpartikel tragen oder einfach nicht steril sind oder ähnliches. Aber eher mal so etwas milder ausgedrückt, Nachteile. Nachteile gibt es, ich habe ja erwähnt, ein Limit ist, dass die Phagen so total spezifisch sind. Ne? Also man braucht sehr viele Phagen, um die Zukunft in der Versorgungsmedizin zu bedienen. Also die Spezifität ist schon, ist ein Riesen, ist der Vorteil schlechthin, aber eben auch ein gewisser Nachteil. Und ja, Bakterienzellen werden auch resistent gegen Phagen. Das passiert immer. Da findet man aber neue Phagen, kann man jederzeit finden. Oder man wendet, das ist der Trick, einen Phagencocktail an. Denn so ein Bakterium wird nicht gleich gegen einen ganzen Cocktail von mehreren Phagen resistent. Gefährlich, ja, wenn man die falschen Phagen anwendet. Ich hatte ein Beispiel, habe es dann aber gar nicht genau genannt, der E. coli EHEC. Wir hatten ja 2011 den furchtbaren Ausbruch durch die kontaminierten Sprossen und haben 94 Menschen verloren in Deutschland durch diesen E. coli EHEC Ausbruch. Und man muss wissen, dass dieser EHEC zum Beispiel Träger von diesen ungewollten Phagen, die waren in lila markiert in einem Bild bei mir, diese ungewollten Phagen kodieren Gene, die den EHEC zum EHEC machen. Also ich habe ja angedeutet, es gibt solche und solche Phagen und wir müssen die Spreu vom Weizen trennen. Das ist aber kein wissenschaftliches Problem. Das lässt sich molekular, genetisch trennen. War das so? Ja, vielen Dank. Wir sehen in Ordnung? Okay. Ja, vielen Dank. Gibt es noch eine Frage? Wie kann man denn sein? Einmal noch über ihn, dann sind Sie dran. Ja, erstmal guten Abend. Danke für den Vortrag. Ich hatte, oder mir ist aufgefallen, 1985 in einem Diagramm gab es so einen plötzlichen Anstieg überhaupt erst von multiresistenten Keimen oder 83. Mhm. Wieso sind die da plötzlich aufgetreten? Das habe ich mich auch gefragt bei dem Diagramm, das ist mir bewusst. Ich kann sie nicht genau beantworten. Ich glaube aber Folgendes. Wir haben besonders im Westen, sage ich mal, besonders viele Antibiotika in den 70er und 80er Jahren verwendet. Da, meine ich, war der Antibiotikaverbrauch rasant angestiegen und eine kleine Weile brauchen ja die Umweltkeime oder Mikrobiom oder insgesamt dieser globale Blick braucht eine Weile, bis das ankommt und zu einem Massenproblem wird. Wahrscheinlich ist die Statistik auch nicht so richtig genau gewesen, die ich da gezeigt habe. Also ist nicht befriedigend. Für Sie, für mich jetzt auch nicht. Ich kann es nicht genau beantworten. Aber Sie können mir gerne schreiben und dann werden wir das versuchen aufzulösen. Dankeschön. Dann einmal noch für die letzte Frage nach ganz unten geben. Was kann man denn empfehlen, das eigene Immunsystem zu stärken?
Also es geht mir um das Immunsystem, das dann jeder hat, sonst würden wir schon vielleicht vor der Geburt sterben. Und was kann man am besten tun, um das eigene Immunsystem fit zu halten, zu stärken? Und ja, die Gefahr ist nie null. Aber wenn man gesund bleiben will, was ja auch Kosten spart und viel vom Leben hat. Naja, ich bin keine Medizinerin und wahrscheinlich wissen Sie das alle genauso so gut, dass man sich natürlich gesund ernährt, heißt aber auch, dass man das Mikrobiom gesund ernährt. Ich glaube, der Punkt ist wichtig. Und ich hatte kurz beiläufig erwähnt, in unserem Darm sitzen 70-80% des Immunsystems. Und das ist so gemeint, dass diese Balance dazu beiträgt, dass eben Krankheitserreger unterdrückt werden. Das heißt, die Vielfalt ist wichtig im Darm. Und das hat man vor 20 Jahren noch nicht geglaubt. Danke. Ist nicht befriedigend, ich weiß. Es gibt ja auch Präbiotika, Probiotika. Das also. Meint, so viel falsch kann ich nicht gemacht haben, wenn ich jetzt schon auf dem Weg zu 82 Jahren bin. Genau. Gut, vielen Dank. Ich würde aufgrund der fortgeschrittenen Zeit hier einmal eingreifen. Möchte mich einmal für Ihre rege Teilnahme bedanken, für den wunderbaren Vortrag. Auch bei den zahlreichen Viewern im Livestream, das kriegen wir auch mit hier unten auf der Bühne. Ich möchte, bevor ich Sie in unser kostenfreies Buffet entlasse, das heißt, Sie können da zugreifen, bis es leer ist, ob jetzt Wasser, Wein oder Brezeln, möchte ich noch auf zwei tolle Veranstaltungen hinweisen. Genau in 7 Tagen, am 14.03. haben wir hier eine wirklich wunderbare Veranstaltung, nennt sich Phenus Slam. Da haben Sie die Chance, 5 junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zu erleben, die in wirklich kurzen, prägnanten Beiträgen über ihre eigene Wissenschaftsdisziplin um ihre Gunst kämpfen werden. Und Sie dürfen dann schlussendlich beurteilen, was hat Ihnen am besten gefallen. Davor gibt es auch noch Experimente von unserem tollen Moderator André Lampe und noch einen externen Vortrag. Wunderbar, kurzweilig, sehr schön anzusehen. Ich habe Ihnen Flyer hingelegt, kommen Sie gerne vorbei. Der nächste Science Talk wird am 11.04. stattfinden und hat das Thema Weltraumschrott. Da habe ich diese Woche noch mit unserem betreffenden Redner hier telefoniert. Der befindet sich jetzt noch in Japan, wird dann aber, wenn ich Ihnen das versprechen kann, am 11.04. hier sein. Und ich bedanke mich sehr herzlich für diesen wunderbaren Abend. Danke.